Hallo, lieber Office. Einführung in Writer. Änderungen an einem Dokument verfolgen. Sie können verschiedene Methoden verwenden, um Änderungen an einem Dokument zu verfolgen. Erstens machen Sie Ihre Änderung an einer Kopie des Dokuments gespeichert in einem anderen Ordner oder unter einem anderen Namen oder beides. Verwenden Sie dann Writer, um die zwei Dateien zu vergleichen und lassen Sie sich die Unterschiede aufzeigen. Wählen Sie dazu Bearbeiten, Dokument vergleichen. Diese Methode ist besonders nützlich, wenn Sie die einzige Person sind, die das Dokument bearbeitet, da Sie die Erhöhung der Dateigröße und der Komplexität, die von den anderen Methoden verursacht wird, vermeidet. Das zweite Dokument auswählen und öffnen. Im ersten Dokument steht Libre. Und im zweiten, was schon geöffnet war, LibreOffice. Also kommt ein Office hinzu. Akzeptieren. Okay. Zweitens, gesicherte Versionen, die als Teil der ursprünglichen Datei gespeichert sind. Allerdings kann diese Methode bei umfangreicheren Dokumenten oder hoher Komplexität zu Problemen führen, vor allem wenn Sie mehrere Varianten speichern. Vermeiden Sie diese Methode, wenn Sie können. Drittens, verwenden Sie die in Writer eingebaute Funktion Änderungen anzeigen, um aufzuzeichnen, wo Sie Inhalte oder Formatierungen hinzugefügt oder geändert haben. Wählen Sie Bearbeiten, Änderungen aufzeichnen. Später können Sie oder eine andere Person jede Änderung überprüfen und annehmen oder ablehnen. Okay. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine individuelle Änderung und wählen Sie Änderung akzeptieren oder Änderung ablehnen aus dem Kontextmenü. Oder wählen Sie Bearbeiten, Änderungen, Akzeptieren oder Verwerfen, um die Liste der Änderungen zu sehen und zu akzeptieren oder abzulehnen. Akzeptieren. Hinweis: Nicht alle Änderungen werden aufgezeichnet. So werden Änderungen an den Eigenschaften von zum Beispiel Absätzen, Tabulatoren, Objekten und so weiter nicht mit aufgezeichnet. Ebenso werden Änderungen an eingebetteten Objekten wie Textfeldern, Formeln, Zeichnungen und Grafiken nicht mit aufgezeichnet. Ciao und viel Glück!